So. Ich noch bitten, die Türe zu schließen, beziehungsweise den Kollegen, die noch draußen sind, zu sagen, dass es losgeht. Das wäre sehr nett. Dürften alle herinnen sein. 9 Sekunden. Und in 9 Sekunden fangen wir an. Also damit nochmal sehr herzlich willkommen hier an diesem sehr heißen Nachmittag im Allianzstadion und darf, wie es üblich ist, gleich den Trainer der Gäste bitten. Alex Pastor, ein sehr ereignisreiches, dramatisches Match hier. Wie haben Sie erlebt? Wie ist Ihre Analyse? Ja, wir haben verloren, also mit dem Ergebnis müssen wir leben. Wir können auch in machen von Analyse und de nächste Trainingswoche können wir mit dem Ergebnis nicht so viel. Außer dass wir unsere defensive Aufgabe schneller in Ordnung haben müssen. Weil das hat uns 2 Tore gekostet in de eerste 11 Minuten. Und außerdem denke ich, dass in das ganze Spiel, dass wir in viele Bereichen besser waren als de Gegner, außer Tore schießen. Also in 1974 war ich 7 Jahre alt. Und Cruijff hat gesagt, ja, wir haben besser gespielt, aber Deutschland hat gewonnen. Also kurzfristig, ja, ist es scheiße, aber weiter schauen nach vorne, und das muss ich als Trainer, war es okay. Okay, danke. Im Gegensatz zu Deutschland 74 haben wir keinen Elfmeter bekommen, aber gewonnen. Aus deiner Sicht das Spiel bis zur letzten Sekunde, Spannung pur. Wie hast du es gesehen? Ja, also für mich war das Spiel sehr, sehr spannend, weil wir haben es den Gegner heute sehr einfach gemacht. Also der Gegner war wirklich sehr gut unterwegs, aber ich glaube, weil wir da verantwortlich waren, wir haben den Gegner wenig gestört. Ja, also auch wenn sie über die Mittelhälften gekommen sind, haben die eigentlich wirklich den Ball zirkulieren lassen können. Und das war eigentlich unsere Idee, dass wir im Prinzip über Ballzirkulation da zu Möglichkeiten kommen. Das Gute war, dass wir innerhalb von 11 Minuten die Tore geschossen haben. Und dann eigentlich, warum auch immer, aufgehört haben, Fußball zu spielen. Und das war das, was mich ein bisschen verwundert hat. Und war das Spiel somit eigentlich bis zur letzten Minuten ja immer auf Messerschneide. Und natürlich hätten wir schon vorher vielleicht das 3-1 schießen können, aber auch Altig hat gute Möglichkeiten gehabt. Und deshalb ist das einzig Positive aus diesem Spiel heute der Sieg. Vielen Dank und darf wie gewohnt um die erste Frage von Christian Hackl vom Standard bitten. Und auch wie gewohnt gibt es Mikrofon. So blöd es klingt, beunruhigt der Sieg ein bisschen, weil was jetzt noch alles passieren? Du führst nach 11 Minuten 2-0, idealer geht es nicht. Und dann wird man, ich sage es teilweise von Alltag an die Wand gespielt, aber sehr dominiert, ganz einfach. Ich weiß, Ballbesitz, Fußball ist nicht alles, aber wahrscheinlich hat man sich auch nicht gedacht vorher, dass da am Ende steht 61% Ballbesitz für Alltag. Ja, das ist nicht das, bewegt mich jetzt nicht so großartig. Ich glaube, Ballbesitz, sie haben mehr Ballbesitz gehabt, sie haben auch Möglichkeiten gehabt. Aber ich glaube, wenn man jetzt für die Chancen, wenn man die hernimmt, glaube ich, waren unsere Chancen auch hochkarätig, muss man sagen. Ich glaube sogar, dass wir die hochkarätigen Chancen gehabt haben, wenn ich nur an eine Taxe denke. Aber das Spiel hat mir eigentlich sehr zum Denken gegeben, weil wir waren einfach nicht eher physisch präsent. Und das ist, glaube ich, das, was wir haben gewusst, dass wir nicht eine offensivere Variante gewählt haben. Und trotzdem muss man gegen den Ball alles tun. Und da wird das wo wir eigentlich nicht erkennen können. Und das ist das, was eigentlich, wo ich jetzt auch, glaube ich, schon lang genug da bin, was für mich eigentlich ein Standard ist, wenn wir wissen, wo wir attackieren müssen, wie wir es tun müssen und dass dann ein paar Spieler eigentlich nicht dabei sind, das geht nicht. Dankeschön. Eine Nachfrage, Christian? Herr Pastor, haben Sie es auch gesehen, ich habe schon sehr lange nicht so einen auffälligen, dominanten Spieler wie Ihre Nummer 12 gesehen, den Diakite. Stimmen Sie damit überein, dass der ein überragendes Spiel gemacht hat? Ja, wir arbeiten jetzt, sagen wir mal, einen Monat mit ihm, 5 Wochen vielleicht. Also meine Meinung ist, sage ich mal, breit und tief. Und ich schaue gerne dann zusammen mit mein Trainerteam auf de Voraussetzungen, die ein Spieler hat, also das Potenzial, und wie viel dann ausgenutzt wird. Also es gibt eine gute Leistung, aber es gibt noch Luft nach oben.
Das heißt, ich bin nur teilweise zufrieden. Ich habe dein Dialekt nicht alles verstanden. Aber wir haben von Anfang das Spiel gemacht. Nicht nach die 11 Minuten, von Anfang gemacht. Und daarin ist er sehr zwingend gewesen. Aber er kann auch zwingend sein, wenn er in zum Beispiel Fischer, Berisha, Meilinger, Guet auch Anspielstationen hat. Also ich denke immer, die Leistung von einem einzelnen Spieler wird immer besser, wenn die das gemeinsam mit seinen Mitspielern macht. Dankeschön. Bitte, Alex Uhr. Mit dem Manuel Matic und der Rückkehr auf sozusagen das unter Anführungszeichen alte 4-2-3-1 hat es eine Zeit lang so ausgeschaut, als würde Rapid ein bisschen Kontrolle gewinnen, bis zu dieser ganz spektakulären Nachspielzeit dann. Aber ist das vielleicht irgendwie in den Köpfen trotz allem noch so drinnen, dass die Spieler das einfach vielleicht leichter spielen können oder noch eher wissen, was sie zu tun haben, weil du vorher angesprochen hast, es ist manchmal so, dass würden sie nicht das, was zu tun ist, nicht abrufen. Liegt das vielleicht, aber das System nicht alles ist, aber vielleicht doch irgendwie dran an eure Gewohnheiten? Anscheinend ist das System für euch alles, weil ich höre das jetzt, glaube ich, schon seit 6 Wochen, das System hier, das System her. Ich glaube, jeder Spieler weiß in den Systemen, was er zu tun hat. Und wenn wir nicht gegen den Ball arbeiten, kann ich spielen, wo ich will. 11 sind am Platz, 11 wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Das wird besprochen, das wird unter der Woche trainiert. Und da ist es mir dann gleich, ob wir jetzt 5er, 3 in der Kette spielen. Aber wenn wir den Ball verlieren, wissen wir ganz genau, wo wir hingehen müssen. Und wenn wir es nicht tun, glaube ich, ist es gleich, was das System. Aber wir reden ja eigentlich eh laufend über das System. Also ich will über die Bereitschaft der Spieler reden. Und die war heute nicht so, wie es sein muss. Und dadurch hat Alltag ein besseres Spiel gemacht wie wir. Und trotzdem will ich schon noch dazu sagen, dass wir das Spiel vorher dann entscheiden können, wenn wir das dritte Tor machen, wo der Taxi eigentlich und mit 3-1 natürlich ist es so, wäre das Spiel dann gelaufen, sage ich jetzt einmal. Und trotzdem hat man immer Angst haben müssen, dass wir den Ausgleich kriegen und ans andere will ich gar nicht denken. Wenn die Bereitschaft nicht da ist, an was kann das liegen? Die Bereitschaft, also es ist so, es ist einfach so, nach vorne spielen ist wunderbar. Das ist eine super Geschichte. Also ich glaube, es gibt, jeder Spieler will nach vorne spielen. Aber ich glaube, jetzt bin ich auch schon einige Monate da und ich glaube nicht, dass ich jetzt meine Meinung geändert habe, was die Arbeit, wenn man den Ball verliert, was das Positionieren bedeutet. Und das gehört genauso gemacht und ist nicht so gemacht worden. Und da ist man gleich, ob einer ein wunderbarer Fußballspieler ist, in der Arbeit gegen einen Ball muss er genauso tun. Und das ist das, was mir heute wirklich Moses geärgert hat, weil der hat am Alltag wirklich gut ausschauen lassen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das müssen wir uns wirklich an die Nasen binden. Und so kann man einfach nicht auftreten. Und nochmal, für mich ist das einzig Schöne heute der Sieg. An den Herrn Pastor, auch wenn jetzt die Ergebnisse wahrscheinlich nicht ganz so sind, wie sie es erhofft haben, aber es wirkt doch so, als wäre Alltag auch schon im Frühjahr im unteren Playoff auf einem sehr aufsteigenden Ast. Haben Sie das Ziel auch ganz offiziell, dass so wie Alltag auftritt, diese Mannschaft in die Top 6 gehört dann nach 22 Runden? Ich hoffe, ich habe alles verstanden. Ja klar, dass wir so spielen wollen. Also wenn man das Positionsspiel so spielt, am Ball, dann kann man de Gegner zurückzwingen. Man kann Kontrolle über das Spiel haben. Aber wir wollen auch das defensive Positionsspiel verbessern. Und teilweise hat es geklappt, aber zweimal hat es nicht geklappt. Also deswegen sind wir in 2-0 Rückstand gekommen. Und dann zum Beispiel in der zweiten Halbzeit. Ja, mit auswechselen. Was wir versucht haben, ist einfach weiter zu spielen, statt nach vorne houden. Also, es hat 2-3 flanken gegeben, aber die haben nichts genützt. Also, das sieht spannend aus und gefährlich, aber das war es nicht, weil wir waren in hoog en in de lucht met 2 kämpfen. Niet sterker. Deswegen haben wir so gewechselt, dass wir einfach Positionsspiel am Ball weitergespielt haben und das war so zwingend, dass wir ja 2, 3, vielleicht 4, 5 Möglichkeiten, aber nicht geglaubt, dass er nicht hineingegangen ist. Aber
Also wir versuchen das weiterzuziehen und wie gesagt, bei der ersten Frage weiter zu verbessern. Hat es gereicht? Jawohl. Bitte dann noch mit Kollege Hackl und dann gleich eins nach hinten zum Herrn Werner. Das Problem, ich rede wirklich jetzt vom System, sondern wie kriegt die Mannschaft wieder eine Leichtigkeit? Und jetzt sage ich einmal ein so ein Selbstverständnis. Ja, jetzt, und besser ist nach 11 Minuten 2-0 führen, daheim geht gar nicht. Macht ihr das vielleicht? Sorge, man sagt, der Fußball findet im Kopf statt. Was soll noch passieren, dass da irgendwie eine Form der Befreiung kommt? Es ist so, der Druck ist natürlich bei uns. Aber ich will jetzt gar nicht mehr groß über den Druck haben, aber der Druck ist einfach, wenn ich in Altach jetzt spiele, glaube ich, ist es so, dass man nach Wien fährt, natürlich ein gutes Spiel machen will, gewinnen will, genauso wie wir. Und trotzdem ist bei uns eigentlich, auf uns konzentriert sich sehr viel. Und die Spieler müssen das einmal ausblenden können, dass es einfach so ist und so bleiben wird. Es ist einfach so, wir können es nicht ändern. Wir haben halt diesen Druck, weil wir eben eine riesige Medienpräsenz haben, plus die tollen Anhänger, muss man sagen. Und mit dem müssen wir leben. Und das, irgendwann müssen die Jungs das verstehen, dass Druck zum Sport dazugehört. Besser geht's, du führst 2-0 und trotzdem fällt der Druck nicht ab. Weißt du, ja, aber eins muss ich jetzt schon sagen. Alltag war erst einmal besser, spielerisch, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt unglaublich große Aktionen kommen, dass sie jetzt uns an die Wand gespielt haben, beziehungsweise dass sie jetzt 500er gehabt hätten. Das war die zweite Halbzeit, dann hätten sie klarere, bessere Möglichkeiten gehabt und wir dürfen unsere Möglichkeiten jetzt nicht vergessen. Ja, Alltag hat das bessere Spiel gemacht, aber erste Halbzeit war es so, dass sie eigentlich wenig Möglichkeiten gehabt haben. Zweite war es dann so, dass sie mehr Möglichkeiten vorgefunden haben, auch wir, muss ich sagen. Ja. Also ich will jetzt nicht alles schlecht reden, aber ich bin der Letzte heute da, der was nur beschönigen will, weil es gibt nichts zu beschönigen heute. Es war einfach so, wir nehmen die drei Punkte, man redet manchmal über dreckige Siege, den muss man unter Kategorie dreckiger Sieg einordnen und trotzdem wünschen wir, dass wir schöne Siege machen. Jetzt bitte für die Vorarlberger Nachrichten. Alex, während dem Aufwärmen musste der Philipp Netzer runter, Manuel Donwald ist für ihn reingekommen. Kannst du schon genaueres sagen, was beim Philipp los ist oder ob er länger ausfallen wird? Nicht genau. Er hat einen Stich gespürt, also das war ein Moment. Es war, glaube ich, ziemlich schnell klar, dass er nicht spielen konnte. Und ja, der Manuel Thunwald hat es gut gemacht. Er moest snel in zijn concentratie komen. Dat is niet einfach. Vooral omdat hij war hier zo lang bij deze verein. Maar hij had het goed gemacht. En ik denk ook dat de Mannschaft dat goed aufgenommen had. Oké, dan vielen Dank an alle fürs Interesse. Kollegen van Altach, gute Rückfahrt. En bis zum nächsten Mal. Dankeschön.